So manch einer war sicherlich verwundert, als am Samstagvormittag in rascher Reihenfolge jede Menge Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn von der Rettungswache in Hoyerswerda nach Bergen in den Gewerbepark eilten. Auch wenn die Teilnehmer wussten, dass es sich nur um eine Übung handelte, sollte doch alles so realistisch wie möglich sein. Auch die präparierten Verletzungen an den Statisten, die von der Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe stammten, wirkten ziemlich echt. Ein Aufwand, der nicht ohne Grund betrieben werden muss. Ja, es ist einfach ganz entscheidend. Unsere Jungs trainieren einmal im Monat sehr intensiv das Einsatzgeschehen bei Massenanfall von Verletzten. Heute ist die Möglichkeit, das Ganze einfach mal in einer größeren Form zu üben, um das Erlernte und das, was man sich angeeignet hat, auch mal zu testen. Wenn es mal zu Großschadenslagen kommt, großen Unfällen, anderen Szenarien, soll dies natürlich funktionieren und dies muss natürlich auch getestet werden. Von den Ausbildern werden für diese Übungen jedes Mal andere Szenarien erdacht, die die Teilnehmer immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Wir haben angenommen, dass es einen Unwetter gegeben hat, dass auf einem Zeltplatz mehrere Verletzte sind und wollen sehen, wie die Einsatzkräfte miteinander arbeiten und wie der Einsatz insgesamt abgearbeitet wird. Wir haben planerisch 8 Schwerstverletzte vorgesehen, ein paar Leichtverletzte, aber auch ein paar Menschen, die einfach nur betroffen sind, die bestürzt im Umkreis des Notfallsgeschehens zu finden sind und damit muss man auch umgehen. Der Ablauf der Übung erfolgte dann entsprechend der Katastrophenschutzstruktur des Freistaates Sachsen. Zunächst verschaffen sich die Einsatzleiter am Notfallort einen Überblick von der Lage. Dann wurde ein Behandlungsplatz mit Zelten aufgebaut, wo die Verletzten versorgt werden. Entschieden wird hier auch, welche Patienten je nach Schwere ihrer Verletzungen zuerst behandelt und in entsprechende Krankenhäuser abtransportiert werden. Wir haben hier die Besonderheit, dass sozusagen Katastrophenschutzkräfte, die schon dem Malteser Hilfsdienst angehören, aber aus verschiedenen Bereichen kommen. Wir wollen einfach sehen, wie gut ist der Ausbildungsstand in den Einheiten selbst, wie gut harmoniert die Zusammenarbeit, wie gut funktionieren die Führungsstrukturen bei diesen vielen Einheiten. Das ist alles Neuland für uns, das wollen wir proben. Natürlich am Ende auswerten und ja, vielleicht gibt es daraus die ein oder andere neue Erkenntnis. Diese fließen dann in das Handeln und Tun der Katastrophenschutzeinheiten ein und lassen sie im Ernstfall sicher routinierter ihre Arbeit verrichten. Denn dass, wie übrigens alle ehrenamtlichen Mitglieder, mal bei Großschadensereignissen zum Einsatz kommen werden, ist sicher. Nur wann, weiß keiner.